In der Volleyball-Bundesliga der Frauen hat der SC Potsdam heute Wiesbaden empfangen. Das Besondere, es war für die Potsdamerin das erste Spiel in der Halle am Luftschiffhafen. Birgit Hofmann war dabei. Sie haben ihnen eine neue Arena gebaut. Die Erstliga-Volleyballerinnen vom SC Potsdam mussten bisher mit beengten Verhältnissen leben. Damit ist jetzt Schluss. Heute zum Debüt in der neuen Halle am Luftschiffhafen kamen fast 2000 Zuschauer. Und so viel vorweg, die neue Halle ist klasse. Die Fans sitzen bis an den Spielfeldrand und das ist gut für die Stimmung. Motiviert und konzentriert, so starten die Potsdamerinnen in dieses Spiel gegen den VC Wiesbaden. Die sind in der Tabelle derzeit Siebter, gehören also zu den Gegnern, die Potsdam als Tabellenelfter zu Hause vielleicht schlagen könnte. Und in der Tat, der Auftakt vielversprechend. Zeitweise liegt Potsdam mit 5 Punkten vorn. Doch Wiesbaden arbeitet sich wieder ran und geht sogar in Führung. Potsdam muss den ersten Satz noch abgeben. Trainer Salomoni hat einiges zu erklären. Gesprochen wird hier übrigens Englisch oder auch mal Italienisch. Nur 2 deutsche Spielerinnen heute in der Stammsechs. Den zweiten und dritten Satz dominieren dann die routinierten Frauen aus Wiesbaden ganz klar, machen vor allem die einfachen Punkte. Für die Zuschauer bleibt es trotzdem sehenswert, dank Ballwechseln wie diesem hier. Der Block ganz klar eine Stärke des sehr jungen Potsdamer Teams. Wiesbaden mit Mühe beim Spielaufbau. Und auf Potsdamer Seite ersetzt Laura Weinmeier heute die verletzte Nationalspielerin Patricia Grohmann sehr passabel. Im dritten Satz wird es noch einmal spannend, als Potsdam mal eben 3 Matchbälle abwehren kann. Das Ende aber unspektakulär. Ein technischer Fehler am Netz besiegelt die 0:3 Niederlage von Potsdam. Ich denke, dass der erste Satz haben wir sehr gut angefangen, haben wir auf Augenhöhe gespielt. Nur ein Satzende, aber das passiert das ganze Saison, dass wir am Satzende verschenken wir die Punkte. Ja. Die haben sehr gut aufgeschlagen und wir haben eben unsere Annahme konnten wir nicht halten. Dann geht es halt nur hoch über außen. Die haben gut geblockt mit relativ großen Leuten und eine super Abwehr gehabt. Ich hoffe, dass wir den nächsten Heimspiel gewinnen. Vor allem bei so einem Publikum, also das kann wirklich beflügeln. Leider hat es heute nicht geklappt, aber wir haben auch erst eine Woche drin trainiert. In der Halle ist immer was anderes, Ballgewöhnung und so eine Sachen. Also wollen wir hoffen, dass es beim nächsten Mal funktioniert. Potsdam bleibt auf dem abstiegsgefährdeten 11. Tabellenplatz. Nächster Gegner sind die Roten Raben Vilsbiburg, derzeit Tabellenführer. Und das wird bestimmt nicht leichter.